Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin der 50 Jahre lang ein Ticket und heute habe ich das Spiel Guardians of Glodior. Ich starte das Spiel und da sind wir schon. Und Reise beginnen. A true oracle is well versed in healing and fighting. Let's go! Eine Luftkarte ab. Okay. Da sind wir. Dann schauen wir mal, was wir alles hier so machen. Erstmal möchte ich die ganzen roten Punkte wegmachen. Oh. Abholen. Verwenden. Rache. Abbrechen. Noch einmal. Und noch einmal. Gut. Abholen. Hier haben wir ein roter Punkt. Aber was kann ich hier machen? Ja, gut, dann da auch nichts. Event. Da. Ich verstehe den roten Punkt hier nicht. Nee. Vorteile. Alles heilig. Tasche. Outfit. Ziehen. Öffnen. Bestätigen. Haustier. Details. Drei Level. Rangliste. Jetzt nur noch hier eine rote Punkt. Keine Ahnung. Schauen wir hier mal weiter. Open Gameplay Book. Select Treasure Land. Fünfzig Tiere besiegen war das. Ha!
dass ich halt nicht so ganz alleine. Und ich level up. Jawohl. Noch 22 Sekunden. Da wandert mein Erfahrungsbalken. Schon Level 42. Supi. Bestätigen. Einlösen. Der ist noch auf 1. Upgraden auf 2. 5, 2, 4, 4, 4. Okay. Abschließen. Annehmen. Schnellauswahl. Starten. Nur den einen kriege ich nicht hin. Mir fehlt ein Tier. Ein Feuer. Drei, zwei, zwei, eins. Ach, jetzt habe ich den auf 4 gemacht. Ich habe den noch gar nicht angeklickt. Guten Morgen, Stefan. Gut geschlafen. Gilde. Ich bin in keiner Gilde. Ist es auch Gilde? 9 habe ich schon fertig von Gildenquest. Da bin ich ja mal gespannt. Kredit. Ja, ich habe doch keine Gilde. Wollte schon sagen. Level S. Gibt's hier kein Gildenchat? Ha. Erstellen. Ah. Gut, dann also nicht. Schließe 10 Himmelsgänger-Queste ab. 9 habe ich. Blutrotflossen. Die Hauptquest soll ich abschließen. Ja, kommt danach. Jetzt dran. Können wir ja überspringen. Schon wieder. Verpasst. Oh, verpasst. Mist. Warte. Gefangen. Ha!
War ja leichter, als ich dachte. Der Fisch ist fertig. Einfach springen wir das Ganze mal. Starten. Bestätigen. Oh, der ist aber stark. Da habe ich ja Angst. Und down ist er. Fertig die Quest. Jawohl, ja. Ich muss an der Quest Level 30 ran. 38. Das ist für Gilden Quest. Überspringen wir mal. Ich brauche ein neues Haustier. Jetzt bin ich die Krabbe. Geht keine Automatik. Ich glaube, ich muss alles ausweichen. Oh, hier durch, das wird schwer. Das kleine Ecke. Gleich geht er hier rüber. Ich habe mich da durchgekrabbelt. Gut. Strandfische, Fische mit Beinen. Ich bin Level 42, nehmt mich mit. Ich bin der Kleinste von euch.
Engel 2, Mutig 4, Meister 1, ich bin noch der Weitläufer 4 und Mutig 4. Na, geht's jetzt los oder nicht? Ich bin euer Heiler. Hallo? So, dann werden wir jetzt hier die Instanz durchrocken. Das war schon. Ah, das sind meine Leute. Und dann sind wir auch schon fertig. Springen. Die sind schneller als ich. Die haben bestimmt ein Reittier. Und ich muss noch laufen. Warum ist jetzt alles auf Französisch oder Spanisch? Also nur mein Anführer ist wahrscheinlich der dann Franzose oder Spanier. Der gibt ihn mir. Vigalis. Aber 3.000, 4.000, ich mach die wenigsten Schaden. Also Spiel scheint nicht viele Leute zu spielen. Wenn ich schon mit Leuten zusammenspielen muss, die aus Frankreich oder so kommen. Das ist ein Gang, den kann ich nicht machen. Das ist meine Hauptquest. Und das ist die Kopfgeldquest. 29 Minuten habe ich noch. Okay. Fertig. Naja, die 10 Minuten sind schon rum. 5.
Okay, jetzt fertig. Okay, fertig. Schnell das Team verlassen. Schnell zur Meerjungfrau zurückporten. Noch einmal mit der Meerjungfrau sprechen. Und dann würde ich nur sagen, war es das für heute. Hier bleiben wir stehen. Schließen das Spiel. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf links dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.